Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfect Toys 2. Heute mit dem Dalu, dem Brammen und mir im bösen Team, dem Robber-Team und Sepp und Christian im Cop-Team. Und wir dachten uns, wir machen heute mal jeder eine Runde der Ansager, der Taktik-Ansager. Okay, sag was an. Okay. Okay, Peter. Ich starte. Okay, pass auf. Es gibt super viele Juwelen in der Haupthalle zu klauen. Ja. Mhm. Ich bin gerade überlegt. Ne, gibt es dafür irgendeine Klasse, die mehr Kohle für Juwelen gibt? Nur der Joker, soweit ich das weiß. Der kriegt halt generell mehr oder kann generell mehr bekommen, wa? Ne? Ja, okay, verstehe. Ja, solange dann er die Maske auf hat. Brauchen wir einmal den Typen, der sozusagen alles Glas einfach so aufmachen kann, ohne dass die es mitbekommen. Das ist der Agent, der gehe ich. Wir brauchen eine Ablenkung und wir brauchen einmal den Joker. Ablenkung. Ich lenke ab mit Brand. Überall. Ne, und Brand und Gift. Ich mache Brand und Gift überall. Sehr gut. Okay, Bram. Ich nehme den Joker. Und du nimmst den Joker und dann versuche ich dich zu decken, nachdem ich überall Glas aufgemacht habe, während du Juwelen klaust. Okay, dann nehme ich die Joker-Maske logischerweise, die ich auch haben muss. Okay, Christian, sie haben uns alleine gelassen. Ja. Ohne Jonathan heute bei der Polizei, das kann was werden. Motion Detector, ich kenne gar nicht alle Klassen. Janitor. Den Holo-Dude finde ich jetzt geht so. Ich glaube, ich nehme mal den Turret, oder? Den Inventor? Turret ist auf jeden Fall der stärkste. Money Printer, auch witzig. Oh, den mit dem Hund finde ich nice. Ich glaube, ich nehme den Sheriff. Ja, der Hund ist aber gerne mal verbuggt. Aber wenn der funktioniert, ist der cool. Also du darfst halt nicht über so viele Sachen drüber. Oh, wenn Backup Dude. Ist der Backup Dude neu? Can report dead cops to spawn in another Backup Corp. Aber wir haben HP. Nur zwei Leben, oder? Also wenn ich sterbe. Nee, Moment, das stimmt nicht. Doch, wenn ich. Liegt denn meine Leiche dann noch da? Weiß ich, also muss ja. Ja, doch, die anderen können die übernehmen. Ja. Dann können wir das einmal nutzen. Ich glaube, ich nehme den Sheriff. Für jeden spawn ich einen Robber. Quatsch. Ein Deputy, ein Robber. Kenne ich gar nicht. Oh, ich glaube, ich nehme mal den Backup-Dude. Alles klar, ich nehme den Sheriff. Und du nimmst Sheriff, was kann der? Deputy spawn für jeden Robber, den ich kille. Ah, das heißt, wir haben ganz viele Hilfs-Sheriffs heute. Ja. Also wir haben 75.000, die wir klauen müssen und gucken einfach mal, wie weit wir mit den Juwelen in der Mitte kommen. Okay. Okay. Wo soll ich ablenken? Oben? Ja, wahrscheinlich besser irgendwo als hier unten, wa? Ja, ja. Oh, ich starte auch nach oben. Dummerweise. Lock die gleich nach oben. Muss erst nur komplett ums Gebäude rumlaufen. Also hier ist ein Polizist. Oh, ich hab vorhin in der Preparing schon einen guten Spot rausgesucht, wo ich super gut. Ja, stell dich hinter so ein Glas und guck einfach. Genau. Geh einfach mal die Haupthalle von außen rein. Ich glaube, einer ist direkt runtergegangen. Der da vorne ist schon sus. Der guckt sich so komisch um. Der steht da oben einfach. Da steht auch mein. Der steht da einfach die ganze Zeit und guckt. Moment, kannst du den. Ach, wait, what? Ja, steht stimmt. Einfach, ich weiß nicht, wo der genau steht. Ja, ich sehe ihn. Sieht aus wie so ein Aufzug. Der steht da einfach und guckt einfach rein. Ja. Oder halte ich aber nichts von. Einer mit Pferd draußen, glaube ich. Ja gut, aber der wird ja bestimmt gleich weggehen, wenn irgendwie oben oder sonst wo was passiert. Ja, aber Moment, ne? Also komme ich nach oben oder ist da mit ja, hier über die Treppe, wo ich bin, kommst du nach oben, schon genau. Da, schon da. So, und jetzt kannst du weitergehen, aber pass auf, der guckt natürlich in deine Richtung. Ich bin beim unteren Vault, ne, hier ist also irgendwie. Also es gibt halt ein paar Leute hier, aber Quatsch, weiß ich nicht, macht jetzt hier noch keiner. Wählen bisher noch nicht. Die Scheibe ist auch noch ganz, dass du überhaupt in diesen Vault rein kannst. Auch würde in der Kamera auch der Sound kommen, wenn irgendwas gehackt wird oder so? Ich glaube schon, ja. Kannst du die hacken? Also die Scheiben. Könnte ich mir gut vorstellen, am Anfang ist Hacken schon stark. Die Scheiben sind noch okay, aber den Hack. Oh, oben ist irgendwer hat Giftgas. Feuer gemacht, oben, ja. Ich mach Quatsch. Der andere ist hier unten. Ja, stimmt. Geht los mit Quatsch. Los mit Quatsch. Der eine steht da immer noch. Und einer rennt nach oben. Okay, er geht weg.
Warten, geht der weg? Weiß ich nicht. Was ist mit den Kameras, die hier in dem Raum sind, Peter? Sollen wir die wegschießen? Den Dreier-Stack, der genau hier über dir ist? Ja, können wir machen. Ich weiß nur nicht gerade, wo sie sind. Einer ist oben bei mir, hat das Feuer ausgemacht. Ich mach mehr Quatsch gleich. Da ist Bram mit dem Giftgas. Ja. Ist auch gerade einer mit dem grünen Zeug da unten ist Feueralarm aufgegangen. Ja, dann brauchen die einen Feueralarm, weil die haben das Gas genutzt, damit man das Feuer nicht ausmachen kann. Ich hab's jetzt gelöscht. Bin ich, ja. Wo braucht man eine Türe mit Feuer, damit die aufgeht? Zum einen unten beim Tresor. Dann kannst du da drüber hier hin, wo ich gerade bin. Aber da ist keiner. Ah, der hat oben direkt oben wieder Feuer gemacht. Oben ist er. Die sind, also zwei sind oben, die haben auch die Kamera kaputt geschossen. Es geht gleich wieder los mit Quatsch. Hier unten. Ja, ich habe einen Schalldämpfer, Bram. Mach Doppelquatsch. Ich hab zumindest schon mal zwei gemacht. Ja. Ich wusste jetzt nicht, von wo es war. Mach die dritte. Ja, ich sehe ihn auch nicht, weil die Treppe runterkommt. Hatte keine. Da kam gerade der andere leider. Das ist mies. Okay, einen habe ich. Peter stand neben mir mit einer Knarre und wollte die Kamera kaputt schießen. Nice. Hat schon mal geklappt. Wo kam der her? Das weiß ich leider nicht. Der ist doch von da oben weggegangen. Also, jetzt hat das Feuer ausgemacht. Krass. Der stand von mir aus gesehen, genau hinter den Juwelen. Den konnte ich nicht sehen. Soll ich nochmal? Ja, gerne. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo sie sind. Feuer frei. Bam, ich mache hier mal wieder Glas kaputt, in der Hoffnung, dass das keiner sieht. Und er hat da einen Sass, glaube ich, auf jemanden. Ja, einer auf ist mich, auf der Treppe, da. Der hat einen Sass auf dem Falschen. Ich hab einen Move. Hab ihn ausgetrickst, gedribbelt. Das Blöde mit dem Gas ist, ich kann halt das Feuer dann nicht kaputt machen. Das ist schon smart. Du siehst aus wie ein Dude, der gleich sterben muss. Ja, okay, er dreht sich immer um. Okay, Christian, ich hab einen. Dann schieß ihn kaputt. Wie können wir dich jetzt... Oder du setzt den fest in die... Ey, nee, das... Okay. Der hat sich gerade so sassy umgedreht. Der hier. Ich weiß hier auch, bei mir habe ich auch einen, Aber kannst du dich heilen? Nee. Dass du nicht direkt verreckst? Am Polizeiauto, am Spawn. Nee, hier ist ein Donut. Alles gut. Oder so. Okay, aber er steht halt die ganze Zeit hier und guckt sich da halt den Scheiß auch an, wa? Ja, das ist sehr belastend, muss ich sagen. Macht jetzt das Feuer erst wieder aus? Er läuft ja die ganze Zeit hin und her. Ja. Und der hat hier voll Fokus auf diese scheiß Juwelen, ey. Ihr habt halt nur einen gerade. Ja, das ist richtig, Bram. Vielleicht müssen wir den einfach mal killen. Ja, wenn du das sagst, dann mach ich. Oh, darfst du da überhaupt hin, wo du bist? Nee, also bis hier schon, aber weiter nicht. Ey, können wir gleich machen, wenn da unten ist oder so. Wenn du das sagst. Ansonsten, ich kann auch anfangen und auf der Seite zur Tür anfangen quasi. Ja, ich weiß halt nicht gerade, wo ich die sind. Ich wurde gehandcufft. Darf ich die abnehmen oder nicht? Mach einfach das mal, Bram. Ich versuch dich zu decken. Wenn ich sag, schieß, dann musst du deine Waffe ziehen. Die Bankautomaten bisher noch nix. Juwelen auch bisher noch nix. Ich glaube, Peter will Juwelen klauen. Ich kann die doch kaufen, oder nicht? Du kannst die handkaufen. Also, wenn du die Klasse hast. Nee. Du bist aber noch nicht gestorben. Zwei, aber also, ich habe zwei von vier. Was macht das denn? Der Tochter. Fuck! Mann! So. Diese Pflanze blockt mich! Da hat doch gerade einer einen Coin geflippt. So, du... Im grünen Anzug. Also in grünen Klamotten. Unten in der Main-Lobby. Bin ich zumindest der Meinung. Ich glaube, das geht... Ah, der ist gerade hier. Die Handkaffen gerade. Der hat einfach den random neben dir gekämpft. Ja, what the fuck? Ich hab den befreit. Jetzt läuft der nämlich weiter und dann findet er vielleicht... Da kommt der andere. So, jetzt den machen wir sofort. Moment. Jetzt. Okay. Bist du ready? Ich bin bereit. Ja. Jetzt. Ich musste runterspringen, er oben hätte mich gehabt, aber ich hab ihn auch. Da ist er, er ist da. Okay,
Christian hat mich abgeschossen. Ja, aber wir haben ihn. Das scheint er wohl mitbekommen zu haben. Okay, ich fürchte, wir müssen spontan unseren Plan ändern, weil die wissen, dass wir auf diese Diamanten gehen wollen. Die machen wieder hier Feuer und Gas. Also... Oh, die wollen mich töten. Die haben mich getötet. Peter hat mich getötet. Zwei Stück unten bei den Diamanten. Ja, die sind beide rot. Beide rot, genau. Die haben mich auch gekillt. Die dich nochmal getötet haben. Okay, dann kann ich da zumindest Backup machen, ne? Aber wir haben jetzt keinen, um überhaupt einen... Hier ist ein Cop. Der Dings. Sollen wir den kurz auch hinrichten, Peter, wenn du rauskommst? Das ist zumindest der Bot tot. Oder einer der Bots. Der kommt jetzt rein. Ja, warte, hier ist leider auch der andere. Belastend. Wir müssen keiner von uns kann Dingens aufmachen, oder? Nee, wir können eine Menge Juwelen halt stehlen, ne? Also oben ist ja noch das Goldding und so. Und wir gehen mal hier auf diese Dinger. Die ATMs. Ja, okay, aber ich mach das dann ohne Maske, richtig? Boah, wir haben jetzt drei mittlerweile von den schlechten Cops, wa? Von den. Ja, das ist echt belastend. Also die gehen so ein bisschen Riot, die kleinen. Assis. Warum macht denn der hier nicht das Feuer aus? Der Tresor ist halt auch noch auf. Zu. Bisher haben sie noch. Also, sie haben weder Juwelen noch Bankautomaten. Da hat jemand, glaube ich, wieder Gas geschossen oder so. Nee, ich hab. Wenn ich kaffe, ich hab dafür einen Granatwerfer sozusagen. Ich habe jetzt hier die zwei gekafft mit den roten Mützen. Jetzt kommen hier noch mehr mit den roten Mützen, fuck you. Ja, es gibt viele rote Mützen, ne? Muss euch alle kaufen. Aber wir müssen jetzt mir mal. Mach du mal, ich decke und sag Bescheid, wenn einer kommt. Soll ich ein bisschen Stress machen oben? Ja, aber der NPC-Kopf sieht halt nicht. Ja, mach mal Stress. Oben geht es jetzt richtig ab. Ich komme halt nicht raus, selbst mit Geld, wa? Im Zweifel, wenn die ganzen. Wir können doch auf Kills gehen, oder? Ja, können wir. Abraham, ich beschütze dich. Okay, zwei ATMs, dann habe ich alle gehackt. Okay, jetzt haben die woanders auch noch Feuer das gemacht. Geld. Ich weiß aber nicht wo. Hörst du wo? Ja, ich. Das ist bei den Computern, ist überall. Scheiße. Dann ist der doch nicht. Nein. Gibt es auch noch weiter bei den Computern? Ich habe die Gasgranate gerade ausgelöst. Erstmal ein Donut. Yum, yum, yum. Wie die hier alle rumstehen hier. Du wirst auch gekauft. Bitteschön. Nee, ihr nicht. Okay, wenn ich das richtig sehe, ist bei den Juwelen immer noch nichts passiert. Oh, die Geldautomaten machen sie jetzt. Jetzt machen sie hier oben die ganze Zeit Feuer. Okay, jetzt muss einer von den anderen hier sein. Dann liegt das Geld auf dem Boden, dann müsste ich die Maske anziehen, das Geld einsammeln und dann raus. Ja, ich sehe gerade niemanden. Also so, jetzt habe ich. Okay, dann mache ich das. Es brennt überall im Haus. Komm böser, Bram. Ja, gut, okay. Ich hab den noch versucht zu killen, vielleicht schaffst du das noch. Ach, du bist schon weggerannt. Jawoll! Leute. Hä? Sie wurden gefeuert. Einer wurde gefeuert, einer habe ich getötet. Die haben mich oben einfach gekillt. Okay, draußen noch einer. Nein! Ich! Ja, die haben mich halt hab gekillt. Ich hab auf einen geschossen, aber da war noch ein anderer vor! What the fuck? Hä? Nein, da du hast gemacht. Da war noch ein anderer vor, der hat gerade das Geld abgegeben und dann hat sich einer schützend vor dich geworfen. Ihr habt kein Geld rausgeholt. Ja, gerade 56.000. Oh, ja, da hätte ich dich auf jeden Fall gekillt. Aber da lief mir einer vor die Knarre. Ja, okay, aber dann ist er jetzt verrückt gewesen. Okay, ja, wir waren gerade dabei. Ja, wir wollten auf die Juwelen gehen, aber da war leider immer sehr viel. Ihr habt ihr sehr gut beschützt. Ja, was war? Bin ich denn gestorben? Ich habe genau auf dich geschossen, ey. Das ist doch in Firefights. Ja, schade. Nächste Runde. Dann hast du den nicht getroffen. Okay, Bram. Okay, pass auf. Ich bin dafür, dass wir ein bisschen rabiater an die ganze Geschichte rangehen, ja? Okay, ja. Ja, und zwar, wir brauchen natürlich einen, der ein bisschen wieder Distraction macht, aber ich glaube halt mit ein bisschen mehr Wumms dahinter. Und zwar, Danu, ich glaube, der Mechanik ist für dich eine richtig gute Klasse. Nee, nee, Quatsch. Ja. Kompletter Bullshit mit dem Ingenieur, mit dem Mechanik. Wie heißt denn der Typ da? Da, der selbst gehört, der Madman. Mit diesem riesigen LED-Sprengsatz, der so. Wo ist das? Also, welcher ist der? Breach unten. Genau, Breach unten rechts. Ja.
Ja. So, und damit kannst du Stress machen und die Tresore aufmachen. Du kannst das Ding ja mal platzieren. Und dann platzieren wir uns da drum herum, mit Peter auch. Und zwar stellen wir das Ding vor der Tresortür. Dann kommt ja einer, will das diffusen. Und dann killen wir den. Okay, also wieder Sonderrunde, ja. Also sie sind sehr Riot gegangen, Christian. Ja, gerade volle Kanne. Also, die werden jetzt, glaube ich, mehr auf Geld gehen. Also die sind überhaupt nicht in die Pötte gekommen. Ich glaube, entweder nehme ich den Inventor oder irgendwas, was so gegenhacken kann. Ja, gegenhacken ist, glaube ich, ganz gut. Ich denke, die werden jetzt auch auf PCs gehen, weil sie gesehen haben, okay, da sind viele PCs, da kann man reingehen. Ich werde mal den Hund nehmen. Ich nehme Cyber Police. Download information, can interact with hacked ATMs. Wednesday wurde auch gefeuert, weil er, glaube ich, da oben einen getroffen hat. Ich wurde nicht gefeuert, ich wurde einfach gekillt. Ach so. Wir hatten keine Leben mehr. Genau, wir haben halt zwei Leben, die haben mich zweimal gekillt. Und du bist auch einmal gestorben. Also. Ja. Deswegen, ich bin gestorben, du bist verhaftet worden. Da war Ende. Aber die Cyber Police kann nicht gegen hacken. Vigil, Smart TVs, ne. Irgendwann konnte. Und wer konnte das doch machen? FBI, ne. Download Information, can interact with hacked ATMs. Aber ist Cyber Police kann ja, aber das nicht? Da steht, du kannst rausfinden, wann das gehackt wurde. So, das ist mir doch egal, das hilft mir doch nicht. Ja. Nee, warte mal, wie hieß denn die andere Tante, die Counter hackt? Developer! Ja, genau, die Developer das. Ist das, ja. Antivirus-Software. Ah, ich werde jetzt alles mit Antivirus voll machen. So, und dann würde ich sagen, Pinner nimmt den Demo. Dann kannst du nämlich da zusätzlich einen RC-Sprengstoff hinlegen. Und wenn er den diffusen will, dann sprengst du den in die Luft. Ja, und dann vielleicht noch irgendwas mit ein bisschen Wumms für uns. Dann gehe ich den Mafia-Boss und dann kann ich uns vier. Welche Waffen habt ihr denn? Du hast eine Schrotflinte, das ist Shotgun, gut. Ja. Ich habe eine Pistole. Okay, dann würde ich für uns. Wir spawnen oben links, by the way. Und ich mach den Mafia-Boss und leg uns Knarren hin. Okay. Alles klar. Also ich muss da immer eine Bombe an die Tresore legen, ja? So. Genau, sondern leg ich jetzt kurz hier hinter, damit alles für alle, die Waffen brauchen, bitteschön. Ich will auch lieber die haben, ist besser als du kannst Shotgun. Ja von mir aus hier wechseln, also mich das halt nicht. So. Eine liegt da noch drin, wenn du die haben möchtest. Hier draußen ist schon einer mit Knarre. Bram, du bist der Falsche, NPC. Du bist der Falsche. Oh Gott, ich bin der Falsche. Hier ist einer. Okay, ich warte ganz kurz, bis hier vorne einer kommt, dann kill ich ihn. Gerade ist clear, kannst du dir einen holen. So. Geil. Jawohl, hier wird richtig abgebohrt. So. Boah, richtig gebohrt. Leck mir mal. Okay, ich habe hier unten in der Lobby, weißt du, so die PCs, wo man eincheckt, das war ich auch. Ja. Da, wo man eincheckt, habe ich überall Antivirus gemacht. Ich gehe mal nach oben. Ich gehe mal hier vorne, wo Bram die ganze Zeit Spaß hatte. Wie viel kann ich hier von platzieren? Zwei, ne? Achso, du warst da. Okay. Einen auf die Treppe und dann machen wir hier noch so ein Ding. Okay, zu welchem Wort gehen wir als erstes? Ja, lass doch unten anfangen, oder? Ist direkt rein, rechts und dann runter. Alles klar. Kommen wir einfach so hin? Wir sind beide sind auf jeden Fall mit einer einzigartigen Verkleidung. Also sie, ich glaube, das ist die, die Tresore zumachen kann, die andere. Ah, frech. Kann aber sein, dass ich mich da irre. Okay, wir haben jetzt hier ein bisschen die Problematik, dass wir sozusagen hat er durch einen Schalldämpfer? Ich nicht. Nee, ich habe ja deine Waffe auf. Ich kann eine Bombe oben legen, damit die entschärfen müssen, um die abzulenken, damit die nicht kommen, wenn du willst. Ich wollte als allererstes hier unten die Kamera kaputt machen. Okay, Peter, guck mal ganz kurz da oben hin. Ich mach kurz hier die Kamera weg. Ja, noch kommt keiner. Ja, irgendjemand hat irgendwo drauf geschossen. So, kommen wir da jetzt irgendwie rein? Wie sicher ist das Glas? Das Glas kann man, glaube ich, kaputt machen. Da kann man auch drüber springen einfach. Einer hat einen Hund. Ja, ich höre einen Hund, ja. Okay. Pass auf, kommen wir hier drüber? Ja, wir gucken an der Treppe, spring du mal. Ja, hey, ich guck schon die ganze Zeit Treppe, ja, Dalu. Okay, warte, jetzt muss Bram ja Leute ausnoggen. Kommt immer noch keiner? Ich nehme den Buddy ab und leg den hier in die Ecke. Ich muss auch einen. Ich nehme den Buddy und leg ihn hier in die Ecke. So. Doggy Dog, follow me. Okay, da ist einer draußen am Vent. Hast du geschossen? Nee, ne? Ja, ich hab geschossen. Auch mit der Shotgun und. Also mit der Shotgun und der. Nee, Pistole danach. Ich hatte das Gefühl, dass einer ein Vent aufmachen wollte, aber ich glaube, er hat außen Fenster aufgemacht oder so. Der dicke Goldbarren ist noch da. Ich hab aber nichts klirren gehört. Ich hab was klirren gehört. Also bei dem Sternzerstörer, der dicke Goldbarren, der ist noch da.
Aber der bringt halt auch nur 9000. Alter, es gibt einen Sternzerstörer im Himmel? Was? Lol, den habe ich noch nicht gesehen. Oh, ja, du mein Himmel, ey. Soll ich das hinlegen? So, Peter. Wir können, soll ich schon mal einen für dich auch in die Ecke legen? Dann kommst du auch hier rüber. Und dann denken die ja, dass hier nur so Leute sind. Ja, können wir machen. Okay, warte. Okay. Wie seid denn ihr durch das Glas gekommen? Einmal drüber springen. Komm hier. Sehr schön. Jetzt kannst du mit dem noch Klammern. Okay, soll ich X hier dran drücken, oder was? Genau, jetzt leg mal eins von deinen Megateilen davor. Ja. Soll ich meins daneben legen? Genau, du legst jetzt davor auf den Boden. Sterben wir hier nicht? Dann bin ich mir gar nicht so sicher. So, und wenn jetzt einer kommt zum Diffusen. Ja, dann werden wir uns ausprobieren. Wenn einer kommt zum Diffusen, dann kannst du deine zünden, Pete. Ich glaube, wir werden hier Nein, wir sterben dann nicht. Ja, also ich bin im Büro, ich kann keine Antivirus mehr installieren. Ja, ist ja nicht schlimm. Da kommt dein Hund angelaufen. Was hat der da? Ja, ich glaube, der will zu mir aufs Dach. Ich wollte gerade sagen, da steht einer auf dem Dach. Ich habe nur deine Füße erst gesehen. Oh mein Gott, ich wäre fast gestorben. Alter. Bombe? Oh, das ist eine Bombe. Die ist die? Ich würde sagen, beim unteren Vault. Ja, die ist beim unteren Vault. Schnell dahin, die können wir noch entschärfen, oder? Eigentlich schon. Da schießt einer von denen. Ja, komm mal her. Ja, die haben mich gekillt. Oh mein Gott, die haben auch noch die... Ach du Scheiße, die haben die Tommy-Guns. Da haben wir ja gar keine Schnitte gegen. Da kommt. Und... Jawohl, sehr gut. Ich dachte, wir machen den weg. Das ja, wer ist da weggemacht? Ist da alles gut? Okay. Wie lange haben wir denn noch? Ja, ist alles gut. 2-1. Easy. Kein Problem. Da ist der Nächste, da ist der Nächste. Er hat auch seinen Hund mit dabei. Ja, Moment, warten kurz. Wie wir ihn alle angucken. So. Er geht rein. So, Peter hat sich schön so ein Ding vorlegen. Ja, 4 Sekunden. Oh, guck mal, da kommen so beide. Der Vault unten ist jetzt auf. Da Dalu ist auf jeden Fall da unten. Da müssen aber 2 unten sein. Weil das einmal die Klasse, die das C4 legen kann und einmal der die Bombe gelegt hat. Ja. Also lass mal deinen Hund hier schnüffeln, an mir oder so. Geht das? Also nicht. Er kommt gerade nicht. Wo ist er hin? Da. It's a crime. Ich weiß nicht, wie man schnüffeln lässt. Achso. Mit. Also ich glaube, der macht das automatisch, oder? Weiß ich nicht. Okay, Moment, ich guck kurz, der eine, nee, beide sind hier unten. Der eine geht nach, nee, der geht noch nicht nach oben. Ich kann die nicht töten mit dem einen X, ne? Das hat die nicht direkt gekillt. Ja, doch, wenn er genau drauf steht, schon. Ah, ja, okay. Ich weiß nicht, ob wir diesen Showdown hier gewinnen. Nee, so nicht. Aber wenn, pass auf, wenn einer jetzt in einem Tresor ist und der andere jetzt gleich wieder da vorne hingeht, dahin geht, ja, dann kannst du ja nochmal so ein fettes Ding einfach hier vor die Tür legen. Einfach mal so. Soll ich das hinter? Ich glaube, der hat mich. Meinst du? Jetzt in meinen Tresor, nein. Die laufen da ja teilweise rein. Ich könnte noch mal so ein X legen, Bram, wenn du willst. Ja, Moment, der guckt noch so. Ich lock ihn rein. Aber stimmt, wir können drin. Einfach reingehen. Ich lege eine Bombe drin, nicht. Nee, drin kann man nicht legen, doch. Hier, ich lege eins drin, kommt raus. So. Geh mal weg. Ja, aber ihr macht den, wa? Ja, schon. Die Bombe denkt dran, Peter. Okay, die nur noch 2 Leben. Also, ich kann halt von dem unteren Vault eigentlich nicht weg, weil... Du hast gepiept? Nee. Das ist wieder eine Bombe irgendwo. Ja. Wo ist das? Bei dir wieder unten? 2. Da sind immer noch 2 unten, ja. Der hat halt eine Bombe. Was machen die unten denn die ganze Zeit unten? Ja, die planten halt die Bombe, wollen, dass ich die entschärfe und dann killen die mich. Ich habe jetzt so getan, als würde ich die entschärfen, ne? So, guckst die kurz an, weil da muss er die Waffe zücken, dann kannst du ihn kaputt schießen. Aber es sind halt 2 Leute unten. Die sind im Vault. Ja, die Bombe macht gleich richtig Rümmel, oder was? Ich war zu schwach mit dem X, ich müsste diese Bombe hier eigentlich direkt hinlegen. Guck mal, wie der hinter dir runtergesprungen, Bram. Ja, ich weiß, hinter mir steht noch einer. Genau hier. Kommt jetzt wieder? Wenn die auf beide hier schießen, also einer ist ja falsch. Gott sei Dank gibt's ja noch falsch. Okay, aber dann heißt, ich geh kurz nach oben. Ihr könnt ja noch ein bisschen da halten und ich mach oben mal ganz kurz Stress. Ja, mach du oben Stress. So, sind die noch beide da?
Einen sehen wir. Weiß ich nicht, wo der andere ist. Wird schon geil finden, wenn er auf den falschen von uns schießt. Aber ich einer von den Business-Leuten hier ist auf jeden Fall noch ein. ATM einer von ist den auch anderen. So gar nicht. Juwelen auch so gar nicht. Das ist ja okay, die wollen den unteren Vault. Ja, aber da ist doch kaum was drin. Das reicht doch überhaupt nicht. Also, sie müssen Juwelen und ja, ATMs stimmt, machen, dann schaffen sie es nicht. Vier Goldbarren sind hier unten drin. Ja, also, das sind irgendwie 30k oder so sind da nur. Ist er drin, Peter? Ja, er ist drin. Er kommt jetzt raus. Okay, ich will eigentlich raus. So, einer ist auf jeden Fall oben. Ich mach jetzt hier das Feuer aus. Das heißt, ihr könnt jetzt da unten den nochmal mit dem RC. Peter, du kannst deinen RC immer unter den legen und einfach explodieren lassen. Das sieht er nicht. Ja, aber er ist sehr vorsichtig und zielt auf jeden. Ich kann ihn nochmal reinlocken. 50-50, ich mach ein 50-50 mit ihm. Haben wir eine Bombe drin? Auf wen schießt er? 50-50. Scheiße, er muss da jetzt reingehen. Komm, geh da rein, du Penner. Ich hab da so ein Explosive gelegt. Scheiße, das hat er gesehen. Fuck. Also ich lass mein Hundi mal oben beim Office. Ey, lass den doch hier unten. Die wollen doch offensichtlich in den unteren Vault rein. Ja. Dann kann ich hier weg. Jetzt halt schon wieder? Die haben mir wieder eine Bombe geplantet unten. Sepp, ich brauch dich hier. Nicht. Was sind die denn so nervig? Sepp, ich brauch dich hier. Ja, ich komme. Du hast noch 17 Sekunden. Ja, ich muss von ganz oben nach ganz oben. Er hat schon C4 hier hingelegt. Okay, bin da. Jetzt ist es kaputt und explosive. Jetzt sind beide hier unten. Beide sind hier unten. Aber im Tresor ist ein falsches Ei. Er hat's diffused unten. Ja. Warum? Dem Tresor ist unser einziger Bait noch. Aber er beißt nicht an. Ich geh jetzt raus. Kann ich raus? Nee. Da kommt gerade der Kampfhund. Ja, ich guck jetzt sofort, wenn die beiden nach oben gehen. Okay, beide sind oben. Ja, jetzt können wir ein bisschen was snacken auch da hinten vielleicht. Ja, Peter, leg mal zumindest alles zusammen. Warte, ich lege eine Bombe hier hinten in die Ecke. Ja. Also es sind wieder beide hier unten. Der die Bombe... Ich weiß nicht, ob das die gleiche Klasse ist, fällt mir gerade ein. Oder, also ob der C4 schmeißt und die dicke Bombe hat. Okay, dann Doggy! Können wir wieder woanders hin. Ich gehe da Feuer aus. Lass mich in Ruhe! Sollen die das? Der meine Tür, ey. Ich hasse ihn. Ja, ich mach Feuer aus. Sollen die von mir aus den unteren Vault haben, dann haben die irgendwie 18.000. Achso, also irgendwo. Sie haben halt ich lauf mal einmal außen rum, um zu gucken, ob die irgendwie Taschen draußen haben oder so. Ja. Also ich hab nicht gepiept, ne? Hast du gepiept? Das war ich, Entschuldigung. Wieder eine Bombe unten im Keller. Sind sie noch da? Ich sag, sobald einer runterkommt, schrei ich. Okay, ich hab eine Bombe. Okay, hab alles zusammen. 32.000 leider nur. Okay, kommt runter. Ja. Ich hab eine Ablenkungsbombe gelegt. Das steht bei mir Wrong Disguise. Ich hab doch ein richtiges Disguise. Nee, ist alles gut. Ja, komm, der steht immer noch da vorne nur. Das heißt, wenn ich gleich Feuer mache, können wir durch diese Tür da durchgehen. Ich weiß nicht. Oh Gott, der kommt rein. Ja. Sehr gut. Wait, die Bombe ist nicht hier unten. Die ist beim mittleren Vault. Oder die sprengen so, dass die, okay, der hat mich mit C4 gekillt. Ja, die töten einen einfach die ganze Zeit. Okay, pass auf, dann machen wir jetzt hier Feuer. Und dann könnt ihr da vorne rausgehen. Am Feuerausgang raus, Peter. Ich halte die Stellung. Noch kommt keiner runter. Noch kommt keiner runter. Jetzt ist es offen, ist offen. Es kommt auch noch keiner. Jetzt kommt einer. Der hat dich nicht gesehen. Der ist jetzt im Tresor drin. Wir haben aber nur noch 40 Sekunden. Was machen wir? Er hat es jetzt gecheckt, Peter. Oh, scheiße, wir brauchen mehr Geld. Das ist zu wenig. Okay, wir müssen Juwelen improvisieren. Ich halte das mal einfach in der Hand. Ja, ja, halt das mal noch kurz in der Hand. Untere Vault ist leer. Ich dachte, die hätten die Juwelen. Untere Vault ist leer. Wir sind durch den Vent weg. Ja, ja. Also das war ja absehbar. Aber ich weiß gerade nicht, wo das Feuer ist. Ist durch den Vent hoch? Nee, hä? Wo ist denn das gehen? Feuer? Egal, guck mal, die gehen da einfach runter alle. Und holen sich das. Ich habe eine neue Bombe an einem anderen Tresor gelegt, einfach. Um Boah, Geld zu holen. Mit dem Hund hat er mich gefunden!
Wir brauchen irgendwas an Geld. Ich hab Geld. Das Kämpfen. Okay, gut, hast du geklaut. Ja, ich hab einfach jetzt die Juwelen am Ende geklaut. Wir haben wieder eine Bombe gelegt. Einer war draußen. Bombe ist jetzt oben im oberen Vault. Wait, schießt der auf die Juwelen oder auf den? Ich muss nachladen. Fuck, Peter hat mich getötet. Mein Hund greift ihn an, der ist draußen. An der Seite. Geben wieder an der Seite ab. Ja, die sind hier gerade an der Seite gewesen. Haben die 80.000 hergehabt? Die haben sich das aufgespart wahrscheinlich. Haben das alles in den Vent gelegt und dann raus. Boah, war das Quatsch, Alter. Das war so eine Quatschrunde einfach. Ach, mein Hund hat ihn getötet, als ob. Ja, ja, der hat leider Schmutz. Damit. Wo habt ihr denn, habt ihr es zusammengespart oder wo hattet ihr es her? Tresor unten und dann die Juwelen. Genau, die Juwelen. Ach, die Juwelen habt ihr dann auch noch. Das ist halt gleich cool. Okay. Weg, okay. Ja, ganz am Ende, ganz letzte Sekunde. Da haben wir noch so 30 Sekunden, aber schnell so, okay, scheiße, wir brauchen mehr Geld. Ja, okay. Ja, dann war lustig. Okay. Ja, dann letzte Runde. Ja, Danu. Okay, pass auf. Wir wollen kein Geld, wir wollen, dass die gefeuert werden. Okay. Wir brauchen zwei Schauspieler und einen mit einer Silence-Pistole. Ich weiß nicht, wer gut ist und eine Silence-Pistole hat. Der Insider vielleicht. Ein Insider und zwei Schauspieler. Ich mache Insider. Okay, brauchen wir nicht, wir sind die Schauspieler. Ja. Genau, okay. Ja. Okay, Peter legt jetzt überall auf der Map, verteilt so zwei, drei Leichen hin mit der Silence-Pistole, dass die so überall so liegen. Und wir schießen immer einen Polizisten in den Rücken und legen uns dann hin. In der Hoffnung, dass der einen Falschen anschießt. Du kannst dich nicht totstellen. Okay, Moment, das verstehe ich noch nicht so ganz. Wenn ich hier überall Tote hinlege, was machen die dann? Dass, wenn wir uns hinlegen, dass es nicht auffällt, dass da eine Leiche liegt. Sondern dass überall schon Leichen liegen. Aber die werden nicht gefeuert, wenn die auf eine Leiche schießen, ne? Nee, aber wenn die dann auf den Spieler, also wenn die ja, die wissen ja nicht, dass wir Hector sind. Ah, ich verstehe. Ja, okay, alles klar, ja. Es müssen ja nur verstanden. Zwei Leute gefeuert werden. So einmal anschießend hinlegen. Das ist ja mega. Das heißt, Peter sorgt vor für ein paar Leichen. Ja, dass einfach irgendwo so ein paar Leichen schon liegen. Damit wir darum rumspielen können. Ja, ich nehme jetzt auf jeden. Also ich bin so oft getötet worden, ich nehme den Ride Control oder so. Ja, mach mal. Ich nehme. Oder soll ich den Sergeant nehmen mit den Vests, dass du dir auch eine nehmen kannst? Nee, mach mal nicht. Mach du mal Heavy, okay. Heavy Survive. Ich nehme. Ich den. Inventor, Manager ist, glaube ich, Quatsch, weil wenn sie einfach alles immer aufsprengen. Kannst du trotzdem zumachen. Ja, aber die stirbt super schnell, die ist super weak. Und da die sowieso die ganze Zeit töten. Achso, ja. Immer wenn die Managerin kills, kriegst du, glaube ich, auch Shit. Nimm ich Inventor oder Janitor. Janitor finde ich auch lustig. Ja, da bist du dann nur. Also ich bin da immer verwirrt, weil du siehst so viele Fußspuren. Ja. Speed Boost for each Pickup and an extra lock every 3 Pickups. Das ist ja richtig gemein. Das finde ich ja 10 von 10. Wir machen aber die andere Fähigkeit, die wir haben, die machen wir nicht, ja? Achso, du kannst mit einem Bot spawnen, meinst du, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, macht der irgendwas? Hat der einen Vorteil für uns oder kostet der uns ein Leben? Das weiß ich nicht. In der Stirb verlieren wir dann wen? Das weiß ich nicht. Aber dann wissen die das, glaube ich. Dann wissen die ja, welche Rolle wir haben, wenn die sich auskennen. Wir machen das nicht. Ja, das ist richtig, ja. Genau, wir legen uns nur hin. Schießen die an und legen uns dann hin. Und dann schießen die auf ein Falsches. Die haben direkt Juwelen aufgemacht und zwei Leute sich umgezogen. Das war ich. Ich gehe mal außen diesen Gang runter, wo du in diese Mine reinkommst. Vielleicht macht da ja einer Shenanigans. Was guckst du mich an, Jung? Oben ist einer und schießt runter. Ist auf jeden Fall schon einer. Der hat dich auch schon hart im Blick. Aber Peter schießt schon, das ist gut, die kommen hoch. Oh, hier liegen schon Leichen. Denk mal, schon ein paar gemacht. Warum müssen wir noch rumlaufen? Ich weiß nicht, wie viele ihr wollt. Ja, sie müssen ja so ein bisschen verteilt sein, weil nicht auf einem Haufen. Ja, so hier mal eine, da mal eine. Damit das einfach nicht auf.
Dann müssen wir sie erstmal finden. Nicht, dass einer ein Dingens ist. So ein Spy. Das wäre natürlich kacke. Seht ihr einen? Ich bin runtergefallen. Hat keiner gesehen. Ja, du bist noch im Business. Kannst ja aber. Ja, genau. Achso, ja, stimmt. Der eine wird so ein Verkleideter sein, glaube ich. Oh, aber das ist doch dann voll smart. Wenn einer ein Verkleideter ist, dann können wir den ja nicht rekrutieren. Ja, wir suchen ihn. Wir suchen ihn jetzt. Wir werden ihn. Ich hab schon ganz schön viel Leichen. Ja, aber wo ist der scheiß Janitor? Die haben einen Janitor. Also hier, der steht genau vor mir. Ja, vielleicht können wir mal anfangen. Okay, dann komme ich zu dir runter, ja? Ja, wo ist er denn? Also oben? Ja, hier oben. Oh, ja, da ist der andere. Ich seh auch einen. Warte, muss ich eigentlich die Waffe erst wieder wegstellen, dann totspielen, oder kann ich einfach die Waffe schießen, totspielen? Wir sollten das. Ich gehe kurz raus um eine Hauswand und check das kurz. Lass mich das kurz. Wait. Hat er jetzt geschossen? Machen die hier. Kameras kaputt oder was? Nee, die haben hier einen Zivilisten. Die schießen die Zivilisten. Die alle Zivilisten? Ab. Aber wer von denen war das? Das könnte ich glaube, sie machen es, um uns zu verunsichern. Sein. Ja, ist mir egal. Also, so kriegen die auch. Also, wenn die sich als Zivilist verkleiden wollen, sollen sie machen. Kann bei dem unteren Vault sind die Scheiben noch da. Das ist ganz gut. Wie sehe ich denn die Footsteps durch den Wet Floor? Weiß ich nicht, X? Oder sind die automatisch da? Kannst du die Footsteps, siehst du deine Footsteps vielleicht auf dem Boden und kannst die anklicken oder so? Weiß ich nicht, also ich kann die platzieren, aber irgendwie sehe ich keine Schritte. Warte, ja, verfolgt mich wer? Nein. Nein. Ich habe eine Waffe in der Hand und stelle mich tot. Dann ist die Waffe weg. Aber wenn ich wieder aufstehe, habe ich die Waffe, glaube ich, noch. Nee, dann ist die Waffe weg. Okay, also du kannst sehr schießen gut. Das und hinlegen, schießen, ja. Schießen und X. Okay, alles klar. So, dann bin ich ready quasi dafür. Sie denken sich, ja, warum liegen hier überall leicht? Da kommt schon wieder einer runter. Ich finde das bestimmt super sonderbar. Okay, warte. Der muss ich weiß gar nicht, wo die sind. Ich sehe die gar nicht. Dich durchschaut! Er hat dich durchschaut! Ich werde beschossen. Oh, warte mal. Er ist ein Dead Body. Dalu ist ein Dead Body, Dude. Oh, er hat mich beschossen. Deswegen killen die ganzen NPCs. Naja. Ich geh mich mal im Heilen. Ich hab nicht gepiept gerade. Ja, ich war das. Ich muss mich mal im Heilen am Auto. Also gehackt wird hier scheinbar auch nicht im Office. Vent ist auch noch zu. Ich bin wieder voll. Dann machen wir es jetzt ohne hinlegen. Dann denken die, wir legen uns. Ich weiß nicht, wo sie sind. Okay, warte, mit Christian versuche ich das noch. Einen habe ich gerade gesehen, wie er sich hinten. Der Janitor hat sich wieder aufgeheilt und der ist jetzt da. Und kommt jetzt wieder in die Haupthalle, glaube ich. Wir brauchen einen Notfallplan schon mal. Der andere ist oben. Ja, der andere ist oben. So, der Janitor ist jetzt wieder in der Haupthalle. Aber hinlegen wird nicht funktionieren. Ja, okay. Oh, oh. Er wird mich töten dafür. Oh, Bram hat überlebt. Easy Snacks. Jetzt aber nicht mehr, glaube ich. Ich glaube, du kriegst noch einen Double-Tap. Also hier liegen einfach überall Leichen und jede Leiche kann ich halt aufnehmen. Und war ich und krieg dadurch einen Speed-Bonus und... Ich meine... War das? Hier oben bei mir. Okay, beim ATM liegen wieder Leichen. Das Gute ist, ich kann alle Leichen... noch Leichen aufsammeln. Echt, du kannst Leichen aufsammeln? Geil, ja, schaff die alle weg. Wenn ich die nicht aufsammeln kann, dann ist er das. Das ist ja nice. Der Janitor macht hier die ganzen Leichen auf dem Boden übrigens weg. Die wie sind jetzt alle weg. Wischt die weg? Was ist das denn für ein was? Der hat die ganzen Leichen weggemacht. Als wenn der jetzt die Counterklasse hat. Ja, es gibt ja so Klassen, die können Leichen verwerten. Oha, hält der viel aus. Die Klasse von Chris, ich wollte den wegmachen, der war kurz AFK. Was war das für ein Lock? Das war ein PC, glaube ich. Okay, da hat er einfach versucht, mich zu killen. War das? Bei mir hier oben.
Bei den vorm Office. Hä? Okay, wir brauchen einen Diebstahlplan, ja, Peter. Ich hab den Bot-Robber Medium gemacht. Ja, wir machen jetzt Bot-Robber. Wir brauchen Bot-Robber. Der jetzt alle wegschreit. Der macht unsere Leichen weg. Was ein Pech. Alter, dass der die Antiklasse hat. Okay, aber jetzt wollen wir. Wie kommen wir denn an die Juwelen ran? Was hast du für ein. Ja, wir brauchen einfach alles an Geld. Ohne ja, wir müssen Tresor. Das Glas halt zerstören. Ich kann das halt zerschießen. Ja, mach mal. Bot-Robber Medium ist da. Moment, unsere Bot-Robber machen voll Heckmeck. Ja, die machen ja richtig Stress. Das heißt, die haben einen von denen, der für 5000 immer Bots kaufen kann. Hab einen getötet. Die haben den Vault oben gesprengt, aber ich habe ihn getötet. Ah, nice. Also gut, sehr jetzt können gut. Sie da eine Waffe rausholen. Okay, unten passiert was. Packen Sie doch jetzt sicher nicht auf meine Juwelen auf. Also Bram, das ist sehr gefährlich, was da gerade passiert. Ja, ich wollte gerade sagen. Es gab keinen Alternativplan. Oh, guck mal doch, da, du rennt. Ich bin wieder reingegangen. Ja. Taktisch. Da, sie robbern. Tot. Nice. Da, einer rennt raus. Einer rennt raus, nach links. Links raus. Ja, hab ich gesehen. Er hat das Geld hier hingelegt. Kannst du das aufnehmen? Nee, ne? Nee. Noch einer. Nice. Ja komm, Alter, das war wohl im Firefight! Okay, was soll denn die Scheiße? Okay, den hast du aber gehittet. Also, ja, der gekillt. War schon fast tot. Dann noch einer. Ja, der will dich triggern, der in Rot. Also Dalo, hier ist was los. Ich glaube, die wissen das. Da war einer gefeuert, ist gefangen Moment, genommen. Taktik geht noch aufgehen. Taktik geht noch auf. Pass auf, das heißt, okay. Du stellst jetzt einfach eine Menge, Dalo, und jetzt? Da ist er. Ja. Aber wer bin ich? Ja, das weiß er nicht. Ja, bin ich. So, Peter, jetzt kannst du ja auch nochmal auf den Schieß gleich. Oh, er hat das auf dich, oder? Der ist jetzt wieder reingekommen. Ach. Wait, hast du das denn eingestellt? Ja. Okay. Server Options. Ja, sehr gut. Okay. Allow NPC kills in firefights. No longer get fired. Okay. If they kill NPCs as long as they hit a robber in the last second. Ja. Nice, Christian. Jetzt hat er dich aber. Nein, dann hat er dich. Bist du auch tanzen? Zack, zack, zack. Ich schieß die ganze Zeit auf ihn und triff ihn nicht. Tanze wieder. Dieses Scheißschild. Abraham ist tot. Fuck. Ja. Nur noch Christian muss gefeuert werden, aber der hat keinen, der ist nicht so trigger-happy. Nee, überhaupt nicht. Aber das, was Dalu hat gemacht, kannst du viel besser, weil du könntest jedes Mal um diese Säule drüber rumlaufen, danach siehst du anders aus. Wieso sehe ich anders aus dann? Ja, weil du dich ja mit X umziehen kannst. Ach so. Wenn deine Fähigkeit, also wenn du dich auch jetzt umziehst, ziehst du doch eine andere Klamotte an, oder? Also auch innerhalb deiner Abteilung, oder nicht? Ja, warte. Mach das doch mal. Ja, geht. Ja, aber dann ja. Wechselst du doch, glaube ich, nur die Krawattenfarbe, oder? Ja, aber genau, aber wenn er jetzt draußen ist, weißt du, da wechselt er dann immer die ganze Zeit die Farbe und die Aussage. Das heißt, du guckst da rum, als Roter mit grünem Hut stießt und kommst auf der anderen Seite als Grüner mit grüner Jacke oder ja, mach das raus. Mach das mal, Peter. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Der wird das Geld draußen bewachen. Ah ja, okay, dann geh ich mal raus. Also ich nehme an, dass er das Geld muss ich jetzt verkleiden. Du bist falsch. Also das hättest du ja gar nicht gemusst. Ja, okay. Das stimmt. Peter, wo ist er? Okay. Mach jetzt Play. So eine Minute 30, ich sehe ihn nicht. Ja, auch nicht. Ist er sich am Hier? Okay. Da. Ja, das heißt, du kannst jetzt quasi auf den schießen. Guck mal, du in die Ecke. Und, ja. dann kommst du, weißt du. Ja, ja, jetzt ist es gut, weil da ist noch einer von dir. Wenn einer von deinen um die Ecke geht, musst du drauf schießen. Und dann verkleidest du dich. So, wo ist jetzt der zweite? Hier liegen zwei. Das Geld Bags. Nicht immer noch da. Genau. Also, das eine ist noch da. Peter war eigentlich, ich glaube, einer von den Businessleuten. Der hat hier mit der Pistole rumgeschossen. Oben hat er oben war offen. Der Vault, aber das bringt ja nichts. Ich glaube, er kommt aber auch nicht wirklich rein. Also. Haben die denn vielleicht den oberen Vault schon leer gemacht? Weil hier nee, im oberen Vault ist einfach kein Geld drin. Ja, du musst ja nur X drücken, glaube ich, wa? Ja. Ja, und ich sehe ihn wieder halt nicht da. Genau, das heißt, du kannst auf den Schießen jetzt um die Ecke rumgehen und dich dann umziehen. Du musst ein bisschen für dein Schauspiel ein bisschen Zeit haben.
Sehr gut. Ja, aber jetzt weiß er noch gar nicht mehr geschossen. Nee, er hat das nicht gesehen, richtig. Aber ja, okay. Ja, der ist ja gar nicht gesehen. Okay, du hast doch den Cooldown. Ja, genau. Wie lange hast du Cooldown? Ja, ich hab's schon, kannst du wieder. Ja, okay. Dann kannst du das nochmal machen. Guck mal, da stehen echt viele in deinem Outfit. Das ist gut. Ja, präsentier dich noch ein paar Mal. Er hat wieder geschossen, er will dich triggern. Er hat 35 Sekunden, er will dich vom Geld wegholen. Und triggern. Wird niemals in 20 Sekunden viel Geld. Glaube ich auch nicht. Aber der braucht ja Geld, um Overtime zu machen. Also ja. Einen der beiden Säcke oder so muss er jetzt gleich aufnehmen. Nee, der kann ja auch einfach Juwelen da vorne aufnehmen. Du musst so um die Ecke, du musst dich so sehen, weißt du? Er muss dich ansehen und dann rennst du erst um die Ecke. Jetzt soll einer. Und jetzt soll er dich sehen? Genau, hier ist er klein. Waffe weg. Und da hinten rennt einer. Jetzt kommt er um die Ecke. Er lässt sich nicht lumpen, 5 Sekunden. Nee, er lässt sich nicht lumpen, das stimmt, Alter. Ja, das wäre. Oh. Ja. Rechts. Der in grün. Okay, er ist weg. Kann er sich umziehen? Weiß ich nicht. Vielleicht ist er Spy oder so und kann sich umziehen. Ja. Mach ich aber nicht. Da! Nice! Oh, das war die Dalu-Taktik, ey. Gut gekontert, ey. Ja, wir hatten Glück, weil wir konnten halt die Leute aufsammeln, die auf dem Boden liegen. Das war richtig. Und richtig kacke. Also die Klasse war eigentlich irgendwie ein bisschen dumm, weil ich habe nicht verstanden, warum ich keine Footsteps im Wasser sehe. Aber hey, wahrscheinlich, weil ich dumm bin. Aber ja, das mit dem Wegnehmen der Leichen, das war gut. Ja. Weil Dalu nämlich auf einmal so zusammensackt, während er auf mich schießt. Das war irgendwie klar, dass er das war. Wir wollten euch da zum Feuern bringen. Du hast ihm direkt einen Shot gegeben. Aber ich habe einen gekillt und während du gestorben bist, ist halt, habe ich noch weiter geschossen, ne? Weil ich weiß ja nie, wann du tot bist. Und die Kugel geht durch dich durch deinen fallenden Body, trifft einen dahinter und da war ich trotzdem gefeuert. Sollte eigentlich ja nicht sein. Also weiß ich nicht, was. Die Einstellung klappt auch nicht so gut, aber jetzt habe ich es am eigenen Leib mal erfahren. Als die alle da gestorben sind, warst du auch unten in der Lobby, ne? Ja, ich war aber einer von den Anzugträgern. Ich hatte, nachdem ich weiß nicht, wer der Letzte war, der gestorben ist von euch. Ich hatte 0% Leben. Du hättest mich noch einmal anschießen müssen. Oh mein Gott. Deswegen bin ich weggerannt und musste mich wieder heilen gehen. Dein Schild hat dich gerettet. Dein Schild am Rücken. Ja. Das war eine verrückte Folge. Perfekt heißt 2, aber auch eine lustige. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis dahin, haut rein. Tschüss.